Das Wohlergehen von Asylantenkindern ist unseren Politikern über 1000 Euro pro Monat wert. Dagegen sind die 190 Euro Kindergeld für deutsche Eltern ausgesprochen wenig. Bis Ende letzten Jahres waren es sogar nur 165 Euro. Für Asylanteneltern sind die 5 Kinder, die 5000 Euro in die Familienkasse spülen, der Schlüssel zum Wohlstand. Für Deutsche die 190 Euro eine Gefahr für Armut. In Ludwigshafen bekommt eine Asylantenfamilie mit 5 Kindern im Alter von 4 bis 13 Jahren, also insgesamt 7 Personen, märchenhafte 3.512 Euro monatlich für Essen, Körperpflege und Kleidung ausgezahlt. Pro Person sind das über 500 Euro monatlich auf die Hand. Und in diesem Auszahlungsbetrag sind viele Kosten nicht inbegriffen. Zum Beispiel Miete und Nebenkosten, Arztkosten, Dolmetscher beim Arztbesuch, die Wohnungseinrichtung GEZ, kostenlose öffentliche Verkehrsmittel, Eintritt in öffentliche Einrichtungen wie zum Beispiel Schwimmbäder, Betreuung durch Sozialarbeiter mit Dolmetscherkosten, Taxikosten für Termine, zum Beispiel beim Arzt, Sprachkurse, Sportkurse und so weiter. Wenn die Miete mit Nebenkosten für 7 Personen mit 1600 Euro angenommen wird, Arztkosten mit 1500 Euro monatlich, sonstiges 500 Euro, kommen gehörige 7112 Euro zusammen. Pro Person ergibt sich somit eine stattliche Zuwendung von gut 1000 Euro pro Monat. Ein zweites Beispiel aus dem Main-Taunus-Kreis. Eine Asylfamilie mit 2 Kindern. Hier wird ein Bedarf von 4300 Euro pro Monat berechnet. Also wieder gut 1000 Euro pro Person und Monat. Das entspricht einem Angestellteneinkommen von stolzen 7000 Euro brutto. Einem Gehalt, von dem die meisten Deutschen ihr Leben lang nur träumen können. Im ersten Beispiel aus Ludwigshafen mit 5 Kindern müssten deutsche Eltern sogar mindestens 11.000 Euro monatlich brutto verdienen. Die 5 Asylkinder machen die eingewanderten Eltern also zu wohlhabenden Spitzenverdienern. Jetzt stellen Sie sich möglicherweise die Frage, ob das Einzelfälle sind. Der Finanzwirt Hubert Königstein hat anlässlich eines syrischen Geschäftsmannes, der seine 4 Frauen und 23 Kinder nach Deutschland brachte und Asyl beantragte, einmal nachgerechnet, was das den deutschen Steuerzahler kostet. Ergebnis: 4 Frauen und 23 Kinder bekommen sage und schreibe über 30.000 Euro pro Monat vom Sozialamt. Und das sind umgerechnet 1.100 Euro pro Frau oder Kind. Also sind ca. 1.100 Euro pro Person der normale Asylbedarfssatz und kein Einzelfall. Kein Wunder also, dass jedes Jahr Millionen Menschen aus aller Welt nach Deutschland strömen, gebärfreudig sind und sich mit Wohlstand überschütten lassen. Und kein Wunder, dass die deutsche Bevölkerung bei der Armutsfalle von bisher nur 165 Euro Kindergeld pro Monat schrumpft. Die beiden Top-Ökonome, Professor Hans-Werner Sinn und Professor Bernd Raffelhüschen, haben Integrationskosten von zumindest 450.000 Euro je Flüchtlinge berechnet. Nehmen wir die durchschnittliche Integrationszeit von 15 Jahren an, dann errechnen sich 2.500 Euro pro Monat. Es sind also nicht nur die 1.100 Euro pro Monat, wie von Finanzwirt Königstein berechnet. Es kommt noch mehr als das Doppelte an versteckten Kosten für zum Beispiel Schulungen, Sicherungs-, Betreuungs- und Gesundheitskosten im höheren Alter, Arbeitsunfähigkeit, Behindertenbetreuung, Rente und Altenpflege für nachgezogene Senioren und vieles mehr dazu.